Am letzten Dienstag ist nach 29 Jahren der Alex Furger in Ruhestand getreten. Sein Nachfolger als Direktor von Augusta Raurica ist sein bisheriger Stellvertreter, der Dani Sutter. Die offizielle Stabsübergabe hat eigentlich im Römischen Theater unter der Teilnahme von einem zahlreichen Publikum stattfinden. Der Regen hat dann aber dem einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass der Anlass in die Decke Curia hat müssen verlegt werden. Unter der Moderation von der Esther Mag, Altlandrätin und Altlandratspräsidentin, haben dann der alte und der neue Direktor ein Gespräch geführt. Alex Furger, der Ur- und Frühgeschichtler, geht ab. Der Dani Sutter, der Betriebswirtschafter, übernimmt. Wie sollen wir das deuten? Heißt das, dass bis jetzt Ausgrabung und Forschung im Mittelpunkt gestanden ist? Und soll es neu primär um Vermarktung gehen? Wie sehen wir das? Vielleicht braucht zuerst dann Alex Furger. Die Bildung und Vermittlung nebst der Forschung hat es schon lange gegeben. Ich habe das eigentlich von Bern schon mitgebracht, zu übersetzen von einem archäologischen, wissenschaftlichen Inhalt, von Resultaten von Forschung und Entdeckungen. Und in Zukunft wird die Forschung genauso geben wie heute. Das haben wir geredet, das haben wir bestens koordiniert miteinander. Und mit dem Zweispartenbetrieb oder Mehrspartenbetrieb wird es sicher weitergehen. Aber ich nehme ja schon an, dass ihr ein bisschen verschiedene Ausrichtungen habt. Oder wirst du jetzt genau gleich weiterführen? Also, ob wir alles genau gleich weiterführen, man muss natürlich sehen, wir sind ja die letzten 15 Jahre schon sehr erfolgreich gewesen. Wir haben sehr gut miteinander zusammengearbeitet. Und das Spannende war ja eigentlich, dass eben ein Wissenschaftler und ein Ökonom miteinander haben können kutschieren. Und ich glaube, das Weiterführen von dem, was erfolgreich ist, das Weiterführen oder das Verstärken, wo wir noch Chancen haben oder wo wir noch ein Potenzial haben, das ist mein primäres Ziel. Gibt es vielleicht doch neue Akzente? Also es wird sicher neue Akzente geben mit diesen verschiedenen Projekten, wo unser Vermittlungsteam immer wieder am Vorbereiten ist. Es wird neue Akzente geben mit den Forschungsprojekten, die wir am Vorbereiten sind. Ich möchte es aber wirklich nicht ausspielen, weil es ist nicht unser Stil, oder wir sind in den letzten Jahren nie eigentlich mit dem aufgefallen, dass wir in der Vermarktung oder in der Werbung lautmalerisch versucht haben, Sachen zu erzählen, die wir nicht haben können halten. Alex Furger, wer übernimmt denn dein Erbe? Wer kümmert sich um die archäologische Forschung in Zukunft und wie wird das weitergehen, weitergeführt werden? Es ist typisch für Dani Sutter, dass er bei der Präsentation im Auswahlverfahren für meine Nachfolge schon eine Struktur vorgeschlagen hat, wo die Findungskommission voll auch dahinter steht. Das hat sich jetzt bereits schon einen Monat bewährt. Nämlich, dass Forschung seit einem Monat in der Leitung, in der Hand ist von Deborah Schmidt. Sie ist Forschungsleiterin, quasi die rechte archäologische Hand von Dani Sutter. Und wir haben jetzt einen Monat Zeit gehabt, die verschiedenen Projekte zu überreichen, weiterzugeben, die noch nicht fertig sind oder erst aufgeleistet sind. Und ein paar wenige Projekte, habe ich versprochen, die mache ich noch, bis sie ganz fertig sind. Also den Ablagerungsprozess habe ich ganz positiv erlebt. Zu den Projekten kommen wir noch. Vorher kommen wir noch einmal darauf zurück, weil Augusta Raurica ist ja auch eine Stadt. Wir haben sie sicher alle schon miterlebt, wo eben auch Events stattfinden, wie man das heutzutage schön sagt. Römerfest, Empfang, Gladiatorenkämpfe, Theater, Filmvorführungen. Soll es auch hier mit diesen Events weitergehen? Soll das sogar eventuell ausgebaut werden? Events braucht, das ist eigentlich wirklich der Effekt von der richtigen Zeit. Oder? Augusta Raurica bewegt sich in einem Freizeitmarkt, Augusta Raurica bewegt sich in einem Museumsmarkt. Wir sind Teil von der Archäologie-Szene in der Schweiz oder in Europa. Die Anlässe braucht es. Und wir sind ja hier eigentlich zusammen mit dem sogenannten Theaterboard, wo wir mit Vertretern der Gemeinde auch, aber auch mit der zeitgenössischen Kulturförderung sehr gut aufgestellt. Ich glaube nicht, dass es einen kolossalen Ausbau braucht oder mehr, sondern das, was wir jetzt machen, miteinander weiterentwickeln, das ist eigentlich sehr gut. Und man muss ja natürlich auch immer sehen, wir tun es ja auch in einem Kulturumfeld, auch in der Region Basel oder sogar in den Ländern bewegen.
man kann hier nicht überaus Events machen und produzieren und dann das Gefühl haben, da würden sehr viele Leute kommen und das alle hätten auf uns gewartet. Das haben wir die letzten drei Jahre gezeigt mit der Theaterbespielung, wie es schwierig ist, auch hier, dass wir das Publikum wieder zurückkommen. Dani Sutter, du hast bereits erreicht, dass Augusta Raurica alle drei Gütesiegel von Schweiz Tourismus bekommen hat. Was das genau ist, muss ich dir noch kurz erklären. Und ISO-Zertifizierung, das habe ich bis jetzt auch immer eigentlich nur so mit Bauwerkstücken in Zusammenhang gebracht. ISO-Zertifizierung vom archäologischen Gesamtbetrieb. Und du hast auch schon einiges an Vorarbeiten geleistet, damit Augusta Raurica zum UNESCO-Weltkulturerbe soll werden. Wie geht es da damit weiter und was könnte das unserer Region oder Augusta Raurica für einen Mehrwert bringen? Also zum großen Erläutern, die Qualitätsoffensive, die Schweiz Tourismus vor etwa rund 10 Jahren gestartet hat, ist aus der Erkenntnis herausgekommen, dass man im Tourismus zusammenarbeiten muss, dass es sehr wichtig ist, dass man an verschiedenen Orten, wie einem Hotel oder in einem Transportbetrieb oder eben auch in einem Museum, immer eine gleiche Art von Qualität hat. Und so hat Schweiz Tourismus die Qualitätsoffensive ins Leben gerufen mit den sogenannten 3Q. Und die 3Q ist auch die höchste Auszeichnung. Für uns ist eigentlich gar nicht so wichtig, die Auszeichnung selber ist gar nicht so wichtig, sondern der Weg dazu. Und im Hinblick jetzt auf das Weltkulturerbe ist eigentlich genau der gleiche Punkt. Oder? Das Leiden selber ist gar nicht, für mich gar nicht so von Bedeutung. Natürlich in Bezug auf die Vermarktung, wenn ich jetzt das nur auf die Vermarktung anschaue, kann man natürlich dort einiges rausholen. Aber was viel wichtiger ist, und das hat ja eigentlich der Landrat auch so jetzt erkannt, ist der Weg dazu. Welche Schritte müssen sein, damit wir überhaupt die Würdigkeit haben? Dort schaffen wir eigentlich jetzt dran und da sind so verschiedene Schritte. Hier ist das Sammlungszentrum, das neue Museum. Aber auch, was ganz wichtig ist, der sorgfältige Umgang mit dem, was im Boden steckt. Aber das gibt es ja auch hier. Sachen, die man bewusst unter dem Boden lässt, die man nicht kann und nicht will ausgraben. Was ist das Gescheitste? Sachen dort zu lassen, wo sie noch sind, möglichst gut geschützt? Oder will man möglichst viel ausgraben, zeigen, wieder aufbauen? Was sind da die Wege? Zuerst muss man sich bewusst sein, Augusta Raurica ist eines von nur einem halben Dutzend Beispielen von römischen Städten in Mitteleuropa, wo zu einem grossen Teil im Boden schlummert, erhalten ist. Die meisten anderen römischen Städte sind mittelalterlich überprägt, wie Köln. Köln war eine Großstadt seit der römischen Zeit, ununterbrochen bis heute. Man hat immer wieder neu gebaut, man hat Keller gemacht im Mittelalter, man hat Tiefgaragen gemacht in der Neuzeit und die archäologischen Strukturen vom römischen Köln sind wie ein Emmentaler Käse völlig durchlöchert. Und das ist in Augst nicht der Fall. Wegen dem ist Augst so wertvoll. Dani Sutter, die Frage auch an dich. Du kennst ja den Betrieb bereits bestens. Bald wirst du jetzt allein in Anführungszeichen mit 63 Mitarbeitenden kannst schalten und walten. Was wirst du als nächstes anpacken? Hast du eine Prioritätenliste? Selbstverständlich haben wir eine Prioritätenliste. Ich glaube, die mich ein bisschen besser kennen, die wissen, dass ich eigentlich sehr auf Prioritäten aus bin. Es wird nicht so sein, dass wir jetzt in nächster Zeit spektakuläres neue Projekte können bieten oder dass wir jetzt alles anders machen, alles wird besser. Das möchte ich eigentlich gar nicht, das entspricht mir eigentlich nicht. Ich denke, wir werden konsequent weiterarbeiten an diesen Sachen, wo wir jetzt angefangen haben. Wir haben ein ganzes Team und da muss ich sagen, auch wenn du sagst, du kannst jetzt schalten und walten. Die Arbeit als Leiter ist ja nicht so, dass man alles allein macht, sondern ich denke, Augusta Raurica hat wirklich die tolle Voraussetzung, dass es ein extrem motiviertes Team hat. Sehr gute Leute mit sehr guten Ideen, die auch die Sachen auf den Punkt bringen. Und ich glaube, das ist einmal so der erste Schritt, dass man das, was sich in den letzten Jahren bewährt hat, dass wir das weiterziehen. Die Herausforderung für uns wird eigentlich sein, dass, das finde ich auch immer das Spannende und Aufgabe in Augusta Raurica, dass wir eben all diesen Ansprüchen gerecht werden,
wo eben August der Raulika ist und hat. Es ist eben nicht nur ein Museum, es ist nicht nur eine historische Stätte. Es ist zum Beispiel auch ein Lebensort, also die Aufgabe mit der Bevölkerung von Elst, mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, wo ich auch mir sehr freue, dass so viele Leute da sind und da auch ihre Verbundenheit mit August der Raulika den Ausdruck bringen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also für alle Secondos hier in der Region, wo August der Raulika eigentlich ein Stück Heimat ist, wo zum Beispiel, ich habe das immer wieder, wenn ich mit Italienerinnen und Italienern aus meinem Kollegenkreis rede, da kommen die ganzen Familien nach Elst und die interessieren sich vielleicht weniger für die Museumsarbeit als für den Ort. Und genau gleich haben wir die Leute, die hierher kommen, weil sie in Theateraufführungen sehen oder von Forscherinnen und Forschern, die zum Teil sehr weit wegkommen. Sie kommen aus Deutschland, sie kommen aus Frankreich. Sie kommen hierher, weil sie unsere Sammlungen anschauen oder weil sie unsere Dokumentationen anschauen. Und das ist die Herausforderung, dass wir auch in den kommenden Jahren all unseren, und ich sage es jetzt mal so, all unseren Kundinnen und Kunden können gerecht werden. Vielen Dank, Dani Sutter, vielen Dank, Alex Furger.